Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler in Niedersachsen und Bremen, liebe Tennisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres TNB-Podcasts. Mein Name ist Raik Packeiser, ich bin Präsident des Verbandes und freue mich in dieser Ausgabe wieder zu einigen Themen, die uns in den vergangenen 4 Wochen bewegt haben, Stellung nehmen zu dürfen. Ich möchte damit beginnen in unserem heutigen Podcast, dass ich einmal vorstelle, die Situation, die wir in Niedersachsen-Bremen rund um Corona haben und die Entscheidung, die wir im Präsidium auf Basis der aktuellen Verordnung getroffen haben. Für die Tennisspielerinnen und Tennisspieler haben wir dann am Freitag, am späten Nachmittag bereits veröffentlicht, wie wir das Tennisspielen in den nächsten 4 Wochen gestalten können. Ich darf dabei nochmal betonen, dass es uns immer darum geht, wirklich unter Berücksichtigung von allen gesundheitlichen, juristischen und auch sportlichen Aspekten die Dinge zu betrachten. Und die Verordnung des Landes Niedersachsen hat eben festgestellt, dass Individualsport möglich ist. Und da Tennis ein kontaktloser Individualsport ist und diese Rückversicherung haben wir auch im Ministerium dann vorgenommen, können wir Tennis spielen. Das heißt also, unter Einhaltung aller Vorgaben des Hygieneschutzes ist es erlaubt, Tennis zu spielen, draußen und in der Halle. Doppel ist nicht erlaubt, es sei denn, die Spielerinnen oder Spieler kommen aus 2 Hausständen maximal. Das heißt also, wenn in einem Doppel Personen sind aus einem Hausstand, dann kann Doppel gespielt werden, ansonsten ist es verboten. Für den Leistungs- und Spitzensport, und das betrifft bei uns in Niedersachsen und Bremen ja die Tennis Base Hannover, da gelten besondere Regeln und an der Tennis Base wird das entsprechend umgesetzt. Es gibt keine Personenbegrenzung in der Halle. Das bedeutet, dass wenn es in einer Halle 3 Tennisplätze gibt, auch auf allen 3 Plätzen parallel gespielt werden darf. Weitere Personen sollen sich natürlich nicht in der Halle aufhalten. Und für alle Situationen gilt das oberste Gebot des Gesundheitsschutzes und das strenge Einhalten aller Hygieneregeln, die ja auch inzwischen wirklich von allen verinnerlicht sein sollten. Alle Vereine haben entsprechende Konzepte vorliegen. Wer noch Hilfestellung braucht, findet die auf der Webseite des TNB unter tnb-tennis.de. Und die wichtigsten Bestandteile nochmal auf dem gesamten Vereinsgelände, am besten draußen und vorgeschrieben ist auf jeden Fall drin, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, den Mindestabstand von 1,50 Meter immer und überall und auch auf dem Platz einhalten und nutzt bitte auch die Desinfektionsmittel. Für diejenigen Vereine, die davon betroffen sind, dass Hallen durch Kommunen oder Betreiber geschlossen werden, müssen sich eben mit den Hallenbetreibern dann vor Ort unterhalten und müssen die Dinge mit denen klären. Das können wir seitens des Verbandes nicht machen. Wir können nur insgesamt darauf hinweisen, dass das Spielen in der Halle generell erlaubt ist. Für die Punktspielsaison hat das TNB-Präsidium einstimmig beschlossen, dass die Punktspiele aus dem November in den Februar verschoben werden. Also zwischen dem 1.11.2020 und dem 30.11.2020 werden keine Punktspiele angesetzt. Wenn 2 Teams, die gegeneinander spielen sollten in der Zeit, sich einigen, unbedingt jetzt spielen zu wollen und zu müssen, dann kann die Begegnung stattfinden und wird auch gewertet. Allerdings wird natürlich das Doppel nicht gespielt. Und insofern wird dann auch im Nachhinein kein Doppel noch irgendwie ausgetragen oder gewertet oder wie auch immer, sondern Doppel wird dann nicht gespielt, nicht gewertet. Und die Spielverlegung muss also nochmal neu aktiv in Nuliga eingegeben werden. Wir haben das also tatsächlich sehr bewusst gemacht, um auch ein Signal zu setzen, dass nach Möglichkeit jetzt in der Situation auf einen Punktspielbetrieb verzichtet werden sollte und wir haben im Februar dann genügend Möglichkeiten dafür. Aber wer eben spielen möchte, dem wollen wir das auch ermöglichen. Das muss dann eben nochmal neu aktiv in Nuliga eingegeben werden. Diese Regelungen gelten genauso wie die Verordnung jetzt erst einmal bis zum 30.11. Wie das dann im Dezember aussieht, wird man sehen und wir seitens des TNB werden dann auch wieder entsprechende Entscheidungen treffen, wenn das notwendig ist. Und ich darf auch nochmal betonen, dass sich alle immer darauf verlassen können, dass wir schnell und auf der Basis von guten und ruhigen Analysen entsprechend entscheiden und das auch wirklich schnell
kommunizieren. Eine persönliche Anmerkung sei mir an der Stelle einmal gestattet, auch in Reaktion auf das, was in sozialen Medien manchmal drin ist. Wenn um 18 Uhr eine Verordnung des Landes Niedersachsen kommuniziert wird und um 18.10 Uhr gefordert wird, dass der Verband doch bitte die gesamten Durchführungsbestimmungen und so weiter schon auf der Homepage haben soll, dann kriegen wir das so schnell nun auch nicht hin. Also eine halbe Stunde brauchen wir. In der Zeit jetzt darf man natürlich, auch wenn sie eine ganz besondere Zeit ist, nicht außer Acht lassen, dass wir eine ganze Reihe von weiteren Themen ja auch im TNB haben und in dem Verein haben. Und eins liegt uns als Verband nochmal besonders am Herzen, und das ist das Thema Inklusion. Und da sich auch unser Netzgeflüster mit einem ganz interessanten Trainer aus Hildesheim beschäftigen wird, der das Thema Inklusion besonders in den Mittelpunkt stellt, sei nochmal hier an der Stelle darauf hingewiesen, dass der Verband eine ganze Reihe von Angeboten rund um Inklusion hat. Da gibt es das Inklusionsmobil, wir haben die Vereinsberatung, die ja auch inklusive Beratungsleistungen mit anbietet, und wir haben zwei Inklusionsbeauftragte, die die Vereine individuell unterstützen können bei Themen wie Blindentennis, Gehörlosentennis und Ähnliches. In der heutigen Ausgabe unseres Netzgeflüsters bin ich mit Dimitri Kostin verabredet. Und auf dieses Gespräch mit Dimitri freue ich mich besonders, weil es eine außergewöhnliche Geschichte ist, die er verkörpert. Vielleicht ganz kurz, Dimitri ist 53 Jahre verheiratet, hat zwei Kinder und ist Tennistrainer. Aber was historisch gesehen das Besondere an dir, Dimitri, ist, das kannst du uns vielleicht am besten selber erklären. Wie bist du mal zum Tennis gekommen? Eigentlich, ich wollte kein Tennis spielen. Für mich war Tennis, es ist Sport für Mädchen. Und wir haben damals, das war Fußball und Eishockey. So, und das war ganz normale Entwicklung, ne, oder Basketball. Aber meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Tennis spiele. Und es gab eine große Anlage im Park Gorki in Charkow, in meinem Stadt, wo ich geboren wurde. So, und da, meine Mutter hat mich überredet, sagte, wir gehen mal hin, und manchmal im Wald, man findet Tennisbälle. So, und da haben wir angefangen, ja, und dann habe ich ein bisschen paar Bälle gefunden und dann angeguckt, wie die Leute schlagen. Dann hat mich überredet, einen Schnupperkurs machen und so. Und dann Trainer sagte, oh, du hast Talent. Und so wurde ich angebunden zum Tennis. Talent ist ja eine kleine Untertreibung, weil du ja eines der größten Tennistalente in der ehemaligen Sowjetunion warst und mehrfacher sowjetischer Jugendmeister auch gewesen bist und eine entsprechend intensive Förderung auch erhalten hast mit intensivem Training. Vielleicht kannst du mal einen ganz kurzen Einblick darin geben, wie das Training in der ehemaligen Sowjetunion gelaufen ist. Wir haben jeden Tag, besonders im Sommer, Sommer war relativ lang für Ferien und drei Monaten. Und wir haben zweimal pro Tag trainiert sogar und dann inklusive Turnieren. Dann, wenn du jetzt Finale stehst oder so weiter oder Halbfinale, dann natürlich das fasziniert, man will weiter. Und naja, so das war Anfang, war ein bisschen verlockert für mich. Naja, und wie gesagt, das jeden Tag mehrere Stunden Training. Das war vielleicht ein bisschen sogar zu viel. Es gab wenig Pausen und man war ein bisschen überbelastet und so. Aber als kleines Kind, man weiß das nicht, warum. Ne? Manchmal diese Superkompensation, diese Geschichte, das fehlt bei uns damals oder viel bei uns. Ja, und dann hattest du ja auch die Gelegenheit, tatsächlich internationale Turniere zu spielen. Das heißt, du durftest ja nach Österreich, nach Italien, in die USA auch mit Reisen zu Turnieren. Das war die Zeit Sowjetunion-Zeit. Ne? Das heißt, es ist nicht mehr so wie jetzt Ukraine oder Moldawien oder noch Georgien und so weiter. Du solltest einer von Besten sein. So, und dann mit 16, ich habe erst einmal meine Sowjetunion-Meisterschaft gewonnen. So, und dann, ich wurde nominiert für die Europameisterschaft und auch andere Turnieren quasi und in andere Länder und ja, ständig quasi Leistung zeigen. Sobald, wenn du das nicht, quasi Konkurrenz über ganze Sowjetunion war so groß. Es waren nur die Zeiten, wo 3, 4 beste Leute gefahren in deinem Jahrgang und so weiter. Ne? So, zurzeit ist natürlich so, jede Republik hat ein bisschen mehr Freiheit, besonders Ukraine. Du kannst
mit Papa, mit Mama reisen, du brauchst uns keine Aufenthaltsgenehmigung oder nie so streng wie damals. Ja. So, und deswegen, ich freue mich jetzt, die heutigen Sportler oder Spieler, dass sie überall können reisen und ihre quasi Leistungen anwenden in internationaler Ebene. Aber damals war es nie so. Ja, und es gab ja dann noch eine Besonderheit. Du hattest ja dann auch Kontakte mit amerikanischen Spielerinnen und Spielern und da gab es ja dann auch die eine kleine Geschichte, dass du dann auch gefragt wurdest oder aufgefordert wurdest, für den Geheimdienst mit tätig zu sein und das dann abgelehnt hast. Ja, das heißt, ist das schwer zu sagen. Das ist ein bisschen was anderes. Ich genauso, wenn du mit 16, 17, 18 reist und unterhaltest du natürlich mit anderen Kindern, genauso wie du oder Jugendlichen, so dann wird die Telefonnummer oder die Adresse mal quasi getauscht. Und dann nach mehreren Jahren, jemand kommt zu Besuch und dann diese Geschichte wurde so interpretiert, dass quasi ich hatte einen Kontakt mit einem Mädchen, quasi unglücklicherweise Institut gearbeitet in Massachusetts, wo wirklich das war schon quasi mit dem wissenschaftlich mit Kosmos zu tun und dass solche Leute natürlich, die stehen unter Beobachtung. Sie war damals Tennisspielerin. Ne? Das hat mir quasi kostet meiner sportlichen Karriere. Ich dürfte nicht quasi weiter aus 3 Jahre aus meinem Land quasi reisen. Und da war schon ein bisschen leichter Komplikation. Ja, und damit war dann die internationale Tenniskarriere tatsächlich. Du konntest dann nur noch in Osteuropa damals Turniere spielen. Du bist dann über Trainerstationen in Polen nach Deutschland gekommen und bist ja jetzt aktuell auch beim Hildesheimer Tennisverein Trainer mit tätig und insbesondere bist du ja auch im Bereich der Inklusion unterwegs. Vielleicht kannst du dazu uns mal 2, 3 Worte sagen, was dich besonders an diesem Thema auch reizt. Ja, gerne. Das heißt, ich bin seit 1,5 Jahren in HTV Hildesheim. Ich freue mich, dass ich das hier das Training quasi organisieren und führen oder durchführen. Und jetzt gerade vor ein paar Monaten habe ich kennengelernt, diese Inklusion, quasi Geschichte, ist es mit Training mit behinderten Leuten, Rollstuhl und sehbehinderte auch Menschen. Und wir haben jetzt Möglichkeit, wir haben eine schöne Halle, Tennishalle, und wir haben Möglichkeit, das heißt, organisieren für die Leute. So Training oder solche Veranstaltungen und ich freue mich, ich bin voll dabei und ich habe einen Rollstuhlerspieler, einen Felix, so und eine Frau Silke, voll Sehbehinderte und ist es nicht so einfach, aber macht mir richtig Spaß als Trainer und ich würde ganz gern weiter mich auch ausbilden und entwickeln mich in diesem Bereich, Inklusionsbereich. Also der Felix Lieke hat ja auch die deutschen Meisterschaften in der Doppelkonkurrenz mit gewonnen als ein Spieler von dir. Und insofern scheint er ja auch gut zueinander gefunden zu haben. Und das scheint ja dann auch sehr erfolgreich zu sein. Also Hut ab und Respekt dafür. Und dann sage ich ganz herzliches Dankeschön an dich, Dimitri. Viel Erfolg weiterhin bei all deinen Aktivitäten und bei allem Tun und danke dafür, dass du uns auch einen kleinen persönlichen Einblick in deine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Geschichte gegeben hast, die sicherlich ungewöhnlich ist. Ganz herzlichen Dank, Dimitri. Vielen, vielen, vielen Dank, Herr Pagaisen, dass ich durfte auch das mitmachen. Hat viel Spaß gemacht. Dann darf ich zum Ende hin unseres heutigen Podcastes noch auf 2 Themen kurz eingehen. Das eine Thema ist die Mitgliederversammlung des TNB, die wir am Samstag, dem 31. Oktober, hatten. Bei der Mitgliederversammlung standen einige Entscheidungen an. Unter anderem wurde das Präsidium neu gewählt. Alle bisherigen Amtsinhaber standen auch wieder zur Verfügung und sind auch einstimmig alle wiedergewählt worden. Das freut uns natürlich, dass das Vertrauen ausgesprochen wurde und auch alle anderen Beschlüsse, die getroffen werden mussten und Entscheidungen, die getroffen werden mussten, zur Satzungsänderung, Beitragsstruktur etc., wurden mit überwiegender Mehrheit jeweils angenommen. Insofern war das auch eine sehr konstruktive und gute
Veranstaltung, die wir auch hier wieder unter strenger Einhaltung aller Hygienevorschriften vorgenommen haben. Zum Abschluss unseres heutigen Podcasts möchte ich ganz, ganz herzlich dem DTP-Trainer des Jahres gratulieren. Der kommt nämlich aus dem Gebiet des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen, genau aus Braunschweig. Daniel Höppner, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, die die gesamte Arbeit auf und neben dem Trainingsplatz in den vergangenen Jahren mit anerkennt. Und das ist eine großartige, eine beeindruckende, eine tolle Leistung. Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch auch vom TNB-Präsidium über diesen Weg des Podcastes an Daniel Höppner. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, für das Zuhören. Bitte passen Sie, passt ihr auf euch, auf und neben dem Tennisplatz. Bleibt gesund. Bis bald, euer Raik Packeiser.